Servus und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, warum die besten Aktien der Welt so günstig sind wie noch nie. Dann haben wir einen sehr spannenden IPO für euch und noch eine Geldidee, wie man breit in Kryptos investieren kann. Und jetzt legen wir los. Was stimmt eigentlich nicht mit der Stimmung gerade an der Börse? Es steht der größte Boom seit langer Zeit vor der Tür. Trotzdem ist die Stimmung nicht so richtig gut. Viele meckern und das, obwohl manche Aktien so günstig sind wie lange nicht. Das sagen zumindest die Analysten von Bernstein. Die haben das nämlich untersucht und sagen ganz klar, Aktien mit sehr hoher Qualität gibt es momentan mit sehr, sehr hohem Discount. Also spottbillig und zwar so billig wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Jetzt ist die Frage, was sind Qualitätsaktien? Bernstein hat ein eigenes Qualitätsmodell. Da fließen natürlich viele Sachen ein und die High-Quality-Stocks sind quasi die besten 20% von diesem Modell. Da fließt alles ein wie langfristige Stabilität der Gewinne, Schulden und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Qualität es da zum Ausverkauf gibt. Und was besonders spannend ist, dass die Qualitätsaktien nicht nur Qualität versprechen, sondern sich nach so einem Ausverkauf, nach so einem Sell-off auch viel, viel schneller erholen sollen. Und jetzt schauen wir da mal drauf, was da im Angebot ist. Das sind sehr, sehr bekannte Namen, aber das muss ja nicht schlecht sein, die Bernstein da auf der Liste hat, also die High-Quality-Stocks sozusagen im Sonderangebot. Und ganz wichtig ist der Aspekt, wie weit sie momentan unter ihrem 52-Wochen-Hoch notieren. Jetzt schauen wir nochmal drauf, was da so los war zuletzt. Es ist ja ganz klar, Tech-Aktien, das wisst ihr alle, sind zuletzt nicht so gut gelaufen. Blenden wir mal den Nasdaq ein. Aber man muss fairerweise sagen, sie haben sich natürlich schon wieder erholt. Also nach der Vollkatastrophe ging es auch schnell wieder nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell können wir das komplett wieder aufholen? Das gilt es zu beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Was aber auf jeden Fall feststeht bislang in diesem Jahr, diese Trendfolge, diese klassische, die hätte überhaupt nicht funktioniert. Also in den letzten Jahren waren Value-Aktien ja nicht gerade die beste Wahl. Viele haben dann einfach oft drauf gerne gesetzt, man kauft die besten Aktien des Vorjahres, shortet vielleicht sogar noch die schlechten des Vorjahres noch gleich dazu. Das hat gut funktioniert, aber dieses Jahr wäre man damit voll auf die Schnauze geflogen. Zu diesem Fazit ist Jens Erhardt gekommen und der hat sich mal was Spannendes angeschaut, nämlich den Kurs-DAX. Und jetzt müssen wir unterscheiden, der Kurs-DAX, da fließen nur die Kurse ein, das ist nicht der klassische DAX, den ihr ständig seht in der Tagesschau oder bei Comdirect oder wo auch immer. Das ist nämlich der Performance-DAX. Also der steht jetzt bei 14.500 Punkten. Der Kurs-DAX ist viel, viel niedriger, weil da die Dividenden nicht eingerechnet werden. Und den blenden wir jetzt mal ein. Und da hat sich Jens Erhardt gedacht, Mensch, das schauen wir uns mal genauer an und da ist von der Überbewertung noch keine Spur, denn wir sind ungefähr auf dem Level von vor 20 Jahren und noch nicht mal auf dem Allzeithoch, da sind wir noch nicht weit davon entfernt, aber auf jeden Fall noch drunter. Und Erhardt sagt, das muss ich mal überlegen, wir sind auf dem Stand von vor 20 Jahren, aber die Gewinne und alles ist deutlich besser geworden. Und wenn man dann sich noch überlegt, wie das auch mit den Zinsen aussieht, also die waren damals viel, viel höher, dann kann man auf jeden Fall oder niemals von einer Überbewertung sprechen. Und dann kommen wir auch noch mal kurz zu diesem unsäglichen Vergleich immer zum Jahr 2000. Man muss ihn irgendwie ziehen, er drängt sich auf, aber man muss natürlich schon ein bisschen differenzieren. Das hat sich Erhardt auch noch mal angeschaut. Also er sagt ganz klar, großer Unterschied ist, jetzt stehen wir eher vor einem Boom, also vor einem Aufschwung. Damals waren wir eher am Ende. Dann wissen wir auch, dass die Notenbanken da nicht die beste Figur abgegeben haben. Und dann spielen natürlich zum einen auch die Zinsen eine Rolle, da kommen wir gleich dazu. Und auch die Unternehmen. Also die sind heute viel, viel profitabler. Natürlich sind auch viele noch nicht profitabel und viele Unternehmen sind jetzt nicht ganz günstig, aber jetzt schauen wir noch auf einen Chart und da sehen wir schon, wie sich dieses Bild geändert hat, also wie viel mehr Aktien damals, die sehr, sehr hoch bewertet waren, da unterwegs waren und dass die auch noch viel, viel mehr getradet wurden. Und jetzt kommen wir noch zu den Zinsen, das ist auch sehr, sehr spannend, da haben wir ja die letzten Tage, Wochen und sogar schon Monate uns den Mund fußlich geredet. Ich kann es auch schon nicht mehr hören, aber es ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, dass wir das nochmal einordnen. Haben wir jetzt ja auch in den letzten zwei Videos gemacht. Wir haben viel über Inflation gesprochen und wir haben viel auch über diesen Zinsfaktor gesprochen. Aber wir haben eigentlich noch nie drauf geschaut, wie sieht das eigentlich historisch aus? Denn in den letzten Monaten sind wir natürlich steil hochgelaufen, so von 0,8% bei den Renditen bei den 10-Jährigen auf 1,5, 1,6. Das ist schon enorm, aber wo stehen wir denn langfristig? Und das blenden wir mal ein. Und da sehen wir, dass wir immer noch ganz schön im Keller sind. Und jetzt kommt der Clou, der Vergleich zu 2000. Da waren damals die Renditen so bei 6%. Das muss man sich mal vorstellen. Also 6% gegenüber ungefähr 1,5%. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Jetzt haben wir uns neulich aufgeregt vor ein paar Tagen, dass quasi die Dividenden
Aktienrendite und die Anleihenrenditen quasi sich schneiden oder gleich sind. Und da muss man sich mal vorstellen, 6%. Also da sieht man schon, dass dieser Vergleich zu 2000 ein bisschen schwierig ist. Und jetzt schauen wir drauf, wie der Tech-Rebound vielleicht laufen könnte. Da haben sich die Analysten von CNBC mal was rausgesucht. Die haben sich die Tech-Aktien genommen alle und haben die mal technisch gescreent, sozusagen einem Screening unterzogen und haben jetzt sozusagen die Favoriten rausgepickt, die am wahrscheinlichsten sind oder das größte Potenzial haben, die stark überverkauft sind, die sozusagen jetzt ein großes Comeback-Potenzial haben. Und da schauen wir uns mal drauf. Das sind nämlich einige, die sind jetzt hier sortiert nach dem Upside, also nach dem Aufwärtspotenzial. Und die brauche ich jetzt, ich nehme natürlich nicht alle vorlesen, da sind sehr viele Bekannte dabei. Natürlich auch die ganz Großen hier jetzt oben wie Qualcomm, Nvidia, die hat es ja auch erwischt. Auch Apple, Adobe, die wurden ja auch schön vermöbelt, aber sind natürlich auch ein paar kleinere dabei. Was auch noch ganz spannend war die letzten Tage, Roblox ist an die Börse gegangen. Es war aber kein klassischer IPO, sondern ein Direct Listing. Das heißt, es sind jetzt keine neuen Aktien ausgegeben worden, sondern es sind quasi bestehende Anteile verkauft worden. Und das lief ganz gut, ist ein Gaming-Unternehmen. Und was natürlich auch Schlagzeilen wieder gemacht hat, Cathie Wood ist da auch reingestiegen von ARK Invest. Und zur Vollständigkeit halber, ja, GameStop ist auch wieder da. Es ging dann auch schon wieder runter, also dieses Spiel geht weiter. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob da noch GameStop-Investoren sind. Das würde mich jetzt sehr interessieren, wer da immer noch dabei ist. Jetzt kommen wir zur Geldidee in dieser Woche. Das ist ein IPO, also ein Börsengang. Der steht wahrscheinlich Ende März an, und zwar von Vantage Towers. Das ist die Funkmastensparte von Vodafone. Da gibt es gleich mehr dazu. Was noch interessant ist, bevor wir gleich ins Detail gehen, weil immer wieder Fragen von euch kommen, IPOs, was könnte denn da so gehen in diesem Jahr? Jetzt zeigen wir euch mal hier ein paar, die hier kommen könnten, dass ihr das schon mal auf dem Zettel habt. Es ist natürlich immer schwer, das genau zu terminieren. Also da kommen immer wieder Fragen, auch ruhig mal selber schauen. Also es gibt jetzt da keine geheime Seite, wo das alles genau steht, wo es da nochmal einen Alarm gibt, wann sozusagen investiert werden kann. Also ihr seht es jetzt hier auch erstes Halbjahr. Das kann sich dann natürlich auch nochmal verschieben, aber damit ihr schon mal ein bisschen ein Gefühl dafür habt. Und jetzt kommen wir zur Aktie von Vantage Towers. Und das ist ein richtig großer IPO, der da ansteht. Also es könnten bis zu 20 Milliarden Euro werden. Das ist schon eines von den Schwergewichten. Und unser Silicon Valley-Experte Thomas Rappold ist sehr, sehr bullish. Rappold sagt ganz klar, das ist ein Wachstumswert par excellence, aber auch ein sehr sicheres Geschäftsmodell, Infrastruktur. Da kommen viele wiederkehrende Erträge rein. Da kommen wir gleich dazu, weil die diese Masten natürlich nicht nur bauen, sondern die betreiben die auch. Also da kommt dann natürlich sicher Geld rein, und das ist natürlich auch im Umfeld von Inflation ziemlich spannend. Also wie gesagt, die betreiben diese Funkmasten, die haben 82.000 Anlagen in 10 europäischen Ländern, also sind jetzt nicht nur in einem Land, also das ist schon ein Pfund, und natürlich muss sehr, sehr viel in Infrastruktur investiert werden in den kommenden Jahren, das steht ganz, ganz oben, also da haben wahrscheinlich fast alle Länder Nachholbedarf, Deutschland natürlich auch, und es gibt ja immer mehr Datenmengen, dann kommt noch das Thema 5G, also da seht ihr schon, da ist Großpotenzial drin, und man kann das eigentlich gar nicht alles so schnell aufholen, das heißt, dass die bestehenden Masten, die da sind, also der ganze Bestand an der Infrastruktur, der wird dann eigentlich unterm Strich auch immer noch wertvoller. Also es ist so eine Art von neuem Betongold, und das ist natürlich auch für Dividendenjäger vielleicht eine ganz interessante Aktie. Hier Ausschüttungsquote liegt bei satten 60%. Also wenn ihr Dividendenfans seid, solltet ihr euch das vielleicht auch mal auf die Liste setzen. Und jetzt schauen wir uns mal Szenarien an, wie das laufen könnte. Das ist jetzt auch von Thomas Rappold. Also wie gesagt, keine Garantie drauf, aber nur mal, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Blenden wir euch mal ein, und da seht ihr schon Bullenszenario, Basisszenario und das Bärenszenario. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Zahlen, das ist auch ganz interessant, das blenden wir mal ein. Also seht ihr schon, für auch so ein eigentlich relativ langweiliges Geschäftsmodell auf den ersten Blick, aber was natürlich gut in die Zeit passt, was dann benötigt wird. Umsatzprognose hier soll um 50% steigen bis 2025, das ist schon eine satte Prognose, muss natürlich erstmal erfüllt werden, aber immerhin. Und die Bruttomarge, ja, das ist natürlich gigantisch. Und jetzt nochmal kurzer abschließender Überblick, Stärken und Schwächen, damit ihr nochmal alles über diese Aktie wisst und nochmal komprimiert habt. Das blenden wir mal ein. Also Stärken und Schwächen, über die Marktstellung haben wir gesprochen. Also 82.000 Anlagen, Standorte, das ist schon wirklich satt, die hohen Margen. Dann die Planbarkeit, also ein stabiles Geschäftsmodell, aber trotzdem sehr zukunftsfähig. Und dann seht ihr unten hier auch nochmal ein paar Schwächen, was dagegen spricht. Also Schulden müssen sicherlich auch noch ein bisschen abgebaut werden. Und die Wettbewerber, klar, die muss man natürlich dann auch noch im Auge haben.
Und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Geldidee, ganz andere Baustelle. Ich hatte es euch ja schon angekündigt, Thema Kryptowährungen. Und da interessieren sich sicherlich viele dafür. Manche haben da vielleicht keine Lust drauf, sich da groß Stress zu machen, haben vielleicht auch nicht, die Ahnung ist ja auch sehr kompliziert, sagen aber trotzdem, ich will da irgendwie dabei sein und ich will auch nicht nur riskieren, jetzt nur beim Bitcoin dabei zu sein oder ich will auch nicht einfach irgend so eine kleine Kryptowährung kaufen, die ich nicht kenne. Deswegen haben wir jetzt eine Lösung, wie ihr ein bisschen breiter darin investieren könnt. Und zwar geht das über ein sogenanntes ETP, also ein Exchange-Traded Product, und das ist von 21 Shares aus der Schweiz, und das blenden wir euch jetzt mal ein, was da drin ist. Da ist natürlich der Bitcoin drin, das ist sozusagen der Anker, das ist ja mit Abstand die größte Kryptowährung. Klar, also man sollte jetzt nicht nur auf die kleinen setzen, und Ethereum ist auch sehr, sehr hoch gewichtet. Also ich glaube, die zwei sind natürlich gesetzt, da wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich nicht viel dran ändern. Aber dann seht ihr schon, sind natürlich hier auch viele kleine dabei. Ich will jetzt nicht sagen, dass die zwingend riskanter sind. Riskant ist das natürlich alles, aber natürlich ist bei so einem kleinen Coin das schon ein bisschen schwankungsanfälliger noch als beim Bitcoin. Und ihr wisst ja, dass da die Wohle auch schon hoch ist und dass natürlich der Netzwerkeffekt bei den kleineren noch nicht so da ist und die Bekanntheit natürlich auch nicht. Aber trotzdem kann das natürlich sehr, sehr chancenreich sein. Und so kann man dann sozusagen alles auf einen Schlag kaufen. Ganz wichtig, das ist jetzt keine Werbung, das ist nur eine Inspiration. Also wir haben dafür kein Geld bekommen, das ist jetzt auch keine Empfehlung, das ist einfach eine Inspiration. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, wenn man einfach mal sagt, okay, ich will da irgendwie dabei sein. Aber wir müssen natürlich auch noch die Nachteile ansprechen. Es sind nicht alle dabei, also zum Beispiel Polkadot und Chainlink ist nicht dabei, das muss man jetzt fairerweise sagen. Also es gibt jetzt nicht den perfekten Kryptokorb, da wird vielleicht auch noch einiges nachkommen. Also vielleicht ist es dann unterm Strich auch besser dann noch zu warten. Aber gut, kann dann natürlich auch irgendwann zu spät sein. Und was man auch sagen muss, es kostet natürlich Gebühr, 2,5% pro Jahr ist jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr viel, aber wenn natürlich das Krypto-Ding aufgeht, dann sind wahrscheinlich unterm Strich 2,5% jetzt nicht die Welt. Das versendet sich dann ganz schnell. Wir packen euch dann natürlich noch einen Link zu dem Produkt unten in die Videobeschreibung. Was auch noch wichtig ist für die Sicherheit, also das ist dann hundertprozentig physisch hinterlegt, das ist natürlich auch interessant und wird dann auch sicher in so einem Cold Wallet verwahrt, also das kann dann nicht einfach so schnell mal von der Kryptobörse abgeräumt werden. Und was ich gerade gesagt habe mit der Performance, das hat jetzt seit dem 18.05.2019 immerhin schon fast 500% gebracht, also da versenden sich dann wie gesagt diese 2,5% Gebühr, wenn es läuft, sehr, sehr schnell. Und jetzt sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Fast, wir haben noch ein Highlight. Und zwar haben wir am Dienstag wieder ein spannendes Interview. Und zwar mit einem Gast, den hatten wir schon öfter. Den habt ihr lieb gewonnen. Der ist immer unterhaltsam, spricht immer Klartext. Und zwar ist das Robert Halber. Das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Also 3 Tage noch warten. Dann ist wieder Halber-Time bei der Mission Money. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, die Tipps, die wir auch drin hatten, die Inspiration, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.